Was gibt es Schöneres, als an kalten Tagen einen deftigen und herzhaften Eintopf aufzutischen? Hier habe ich mal einen ganz besonderen Eintopf für euch. Einen Sauerkraut-Paprika-Eintopf. Ihr könnt ihn als vegetarische Variante machen, schmeckt gut. Ich habe ihn mit Kassler gemacht, schmeckt besser. Wie ich diesen leckeren Eintopf gemacht habe, das verrate ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten laufen hier gerade wieder durch und alle Videos zu den selbstgemachten und eingekochten Zutaten verlinke ich euch unter diesem Video. Eine wichtige Zutat für diesen Eintopf ist das Schmorsauerkraut. Wie ich das gemacht habe, das könnt ihr in diesem Video hier oben sehen. Für diesen Eintopf habe ich Kassler Kotelett verwendet. Da musste das Fleisch natürlich erstmal von den Knochen getrennt werden. Die Knochen kommen dann ab ins Sauerkraut und können erstmal mitköcheln. In der Zwischenzeit wird das Fleisch in Würfel geschnitten. Die in grobe Würfel geschnittene Zwiebel wird in einem Topf angedünstet. Dann wird in einer Pfanne das Butterschmalz zerlassen. Die Kartoffeln abschütten und in mundgerechte Stücke schneiden und dann in dem heißen Butterschmalz anbraten. Durch die Kruste, die um die Kartoffeln entsteht beim Braten, verkochen die Kartoffeln nicht so schnell, wenn der Eintopf später nochmal aufgewärmt wird. Aus dem Sauerkraut werden jetzt die Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Nelken und die Knochen vom Kassler Kotelett herausgeholt. Zu den gedünsteten Zwiebeln kommt jetzt das Schmorsauerkraut und dazu kommt dann das Kassler. Das alles darf jetzt erstmal 30 Minuten schmoren. Nach den 30 Minuten, warum so lange schmoren? Damit das Fleisch schön zart wird. Zum Schluss kommen die Kartoffeln dazu und ihr werdet es kaum glauben, jetzt darf das Ganze bei geschlossenem Deckel nochmal weiter schmoren. So circa 20 bis 30 Minuten, damit es einreduziert. Dann ist der Eintopf fertig und kann angerichtet werden. Sieht das nicht lecker aus? Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.